Er gehört weltweit zu den erfolgreichsten Satirikern. Über 50 Bücher hat er geschrieben, die sich 40 Millionen Mal verkauft haben. Darunter solche Zwerchfell-Simulatoren wie der Blaumilchkalan oder Drehen Sie sich um, Frau Loth. Sie haben es natürlich längst erraten. Gemeint ist Ephraim Kishon. Zurzeit führt er hier in Berlin Regie und wir freuen uns, ihn heute hier im Studio begrüßen zu können. Einen wunderschönen guten Morgen. Gut, dass Sie da sind. Guten Morgen, ja. Sie inszenieren gerade die Uraufführung Ihres Theaterstückes Der Vaterschaftsprozess von Josef Zimmermann. Sagen Sie kurz, worum geht es in diesem Stück? Ich glaube, dass der Titel schon sagt Ihnen ganz klar, worüber die Sache ist. Maria und Josef Zimmermann, ja, führen einen Vaterschaftsprozess gegen Gott, da er so die Erziehungskosten und Kindergarten von den Rainer Jesus zahlen, ja? Ja. Es ist nur logisch, dass der Vater zahlt das und nicht der Adoptivvater. Ja, und das ist in einem Gerichtshof geschieht, die Sache, und mit Advokaten. Und ein Advokat ist ein schwarzer Amerikaner, der andere ist ein jüdischer Advokat. Und es gibt einen Richter, die Evangelisten erscheinen als Zeuge, der Engel Gabriel ist auch da, ja. Und der Satan und der Heilige Geist ist auch. Warum lachen Sie? Ja, das ist so eine gute Vorstellung. Sie verstehen nicht, warum ich lache. Ja. Wir haben einen kleinen Ausschnitt vorbereitet. Wie ist das? Keine Logik in der Sache, ja? Ja, es ist eine Logik drin, ja klar. Deine Jesus ist der Sohn des Gottes. Und dann sagt der Josef, sagt... Da sehen wir jetzt ein paar Ausschnitte. Er ist der Vater des Kindes. Ich? Herr Zimmermann hat das Kind adoptiert, lediglich adoptiert. Er ist nicht der leibliche Vater des Kindes. Herr, bekennen Sie sich zu der Vaterschaft des Antragstellers Jesus, Sohn der Maria Zimmermann. Ich habe ihr niemals einen Heiratsantrag gemacht. Oh no! Noch bevor Josef Maria berührte, fand sich's, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Ich hab's gewusst! Ich hab's gewusst! Ich habe keine Chancen gegen diese vermaledeiten Evangelisten. Man hat mich in eine Falle gelockt. Glaub, ich sag, wie kamen Sie denn auf diese Idee, diese Weihnachtsgeschichte so zu modernisieren, daraus einen Vaterschaftsprozess zu machen? Soll ich wirklich erzählen? Es ist geschehen vor einigen Jahren. Ich habe die goldene Kamera bekommen und da hat auch der Papst bekommen, die goldene Kamera. Natürlich nicht persönlich anwesend, aber er hat mich fotografiert, wie er es angenommen hat. Und einer von den Teilnehmern hat bemerkt, nächstes Jahr muss lieber Gott die Kamera bekommen. Das war die Idee. Warten Sie. Dann hat gesagt einer, wird er kommen? Und ich wagte zu sagen, nein, er will den Sohn schicken. Ja? Und dann jemand hat mich gefragt, hätte ich schon wirklich glauben, dass er Sohn ist? Ich habe dann diese Antwort gegeben. Ich glaube, Gott hat nie einen Heiratsantrag gegeben. Ja? Und dann, in dieser Minute, ist das Stück geboren. Okay. Sagen Sie aber, wer ist denn nun der wirkliche Vater? Zu welchem Schluss kommt das Stück? Na, dazu müssen Sie es anschauen, ja. Okay. Gut. Kein Krimi erzählt man, ja. Okay. Sagen Sie, Sie haben mit Es war die Lerchen auch schon mit Romeo und Julia Stories fortgeschrieben. Was reizt Sie denn so? Oder wie kamen Sie darauf, generell so Klassiker, soll ich mal sagen, so gegen den Strich zu bürsten? Ich weiß nicht, dass ich bin eine solche Anti. Wenn ich hier sehe, Romeo und Julia von Shakespeare, dann natürlicherweise kommt mein Gedanke, obwohl ich bin mit der besten Ehefrau von allen verheiratet, ja, dass wie wäre die Ehe zwischen Romeo und Julia, ja. Und dann ist schon das Stück fertig. Eigentlich alle großen Komödien sind ein Gedanken, welcher das Fundament ist. Und, wenn Sie Tscherno begonnen haben zu lachen, weil Sie gehört haben, was geschieht dort, dann ist es der beste Beweis. Wenn man erzählen muss mit vielen Sätzen, was geschieht, ist schlecht. Okay, verstehe. Sagen Sie, Sie inszenieren das Stück jetzt höchst persönlich an der Tribüne in Berlin, in einem kleinen Charlottenburger Theater. Wieso gerade da? Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Erst, ich muss dieses Theater loben. Ich hab schon die ganze Welt inszeniert, meine eigenen Werke und Filme gedreht, wie Sie wissen. Sie haben Blaumilchkanal erwähnt. Ja, aber dieses Theater ist der angenehmste
Bühne, wo ich je inszeniert habe, und ausgezeichnete Schauspieler. Schauen Sie, es ist sehr gefährlich, so etwas zu sagen, weil wenn es ein Misserfolg ist, nur ich bin schuldig. Ja. Sagen Sie, das ist Ihr 9. Bühnenstück, des Vaterschaftsprozess. Ist Inszenierung eine Leidenschaft von Ihnen oder trauen Sie einfach Regisseuren nicht zu? Warum machen Sie das? Beide. Beide. Das ist okay. Beide. Ich würde sagen, wenn jemand es, wie soll ich sagen, kaputt macht, dann ich selbst. Ja, okay. Nein, ich sage Ihnen jetzt etwas Wichtiges. Ich muss die Erstaufführung selbst inszenieren, weil es ist eine Welturaufführung in diesem kleinen Theater. Und ich schreibe jeden Tag neu und neu das Stück, bis der Premiere. Oh, gestern habe ich neu geschrieben, einige Szenen. Es ist so, dass bei einem Schreibtisch kann man es nicht machen. Okay. Sie schreiben aber nicht nur Theater, Sie haben jetzt auch ein neues Buch rausgebracht. Und zwar heißt das: Und was machen wir am Nachmittag? Satirisches über ein kleines Land. Gemeint ist ja damit Israel. Ja, okay. Worum geht es mit dem neuen Buch? Schauen Sie, es ist so, dass über die 50-jährige Israel hat man geschrieben, entweder Lobehymnen oder hat man es angegriffen. Also ich habe gewagt, ein Buch zu schreiben, weil ich eine humoristische Seite, satirische Seite sage, weil ich bin bekannt, dass ich ein Pro-Israeler bin. Ja? Und ich habe mir erlaubt, diese Seite zu zeigen, wie man es von innen sieht. Okay. Und was die Wahrheit ist. Die Wahrheit. Also wenn man Ephraim Kishans Wahrheit wissen will über Israel, das Buch lesen und was machen wir am Nachmittag? Ich glaube, es ist einer meiner besten Bücher. Es ist, ich bedauere es zu sagen, aber ich habe außerordentlich große Anstrengungen gemacht, ein Bild zu geben über Israel, welches sehr sarkastisch und sehr kritisch ist. Okay. Dann wünschen wir Ihnen jetzt toi 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 für die Uraufführung am 11.11. Vielen herzlichen Dank. Ephraim Kishon hier bei uns im ZDF Morgenmus anlässlich der Uraufführung, Welturaufführung seines Vaterschaftsprozess-Theaterstückes. Vielen Dank. Ja. Millionen Exemplare. Ein Satiriker, ein Humorist, manchmal auch ein Zyniker. Ein Mensch, der dem Holocaust gerade noch entkommen konnte, dem man auch die gelegentliche Prise Bitterkeit nicht übel nimmt. Ein Fließbandarbeiter, der es sich erlaubt, auch über seinen Kritikern zu stehen. Und die wird es geben in der nächsten Woche, wenn sein jüngstes Theaterstück Uraufführung hat in Berlin. Wohin Ephraim Kishon noch blickt, er sieht nur Bücher, Bücher, Bücher. Die sind sein ganzer Stolz, genau wie seine Familie. Wie am Fließband produziert der israelische Meistersatiriker seine witzig-irrwitzigen Geschichten. Ist er auch selbst ein Spaßvogel? Jeder erwartet von mir einen Witzbold, voll von Humor und strahlt aus, ja, und erzählt Witze auch, ja, was ich nicht ausstehen kann. Ich habe einen geheimen Switch hier und dann bin ich humorvoll. Ich bin ich nicht, ja. Unermüdlich unterwegs in Sachen Humor inszeniert der 74-Jährige jetzt an der Berliner Tribüne sein neuestes Stück, der Vaterschaftsprozess. Darin macht er sich lustig über Marias unbefleckte Empfängnis und die weltbewegende Frage: Wer hat der heiligen Jungfrau eigentlich das Kind angedreht? Ich bin nicht der Vater Jesu. Natürlich nicht, euer Ehren. Man darf den Medien nicht alles glauben, was sie bringen. Wie der Zeuge Heiliger Geist gerade zugegeben hat, ist nicht er, sondern nur Herr im Himmel der wahre Verantwortliche für die Vaterschaft. Wenn jemand beleidigt sein möchte, ich kann nicht helfen. Ich will niemand beleidigen. Und es ist Fakt, das ist nicht über Jesus geschrieben. Ja, nicht, es ist geschrieben über seine Eltern. Der Sohn eines ungarischen Bankdirektors kam während des Krieges per Zufall zum Schreiben. Eine Manie, die ihn, ebenso wie das Schachspielen, bis heute nicht loslässt. Mal Komiker, mal Shovi, widersprüchliches wird Kishon nachgesagt, der seine Sarah als beste Ehefrau von allen lobt. Macho, oh mein Gott, so sehe ich aus. Ja. Ich bin nicht zynisch, ich bin ein Realpolitiker. Sagen Sie so, dass ich sehe die Sachen, wie sie wirklich sind. Und dann schreibe ich solche Bücher und solche Theaterstücke, welche sagen die Leute, also, mein Freund, das ist die Wahrheit, ja? Kishon lebt heute in Tel Aviv und Appenzell. Der dreifache Familienvater verschanzt sich zum Schreiben gerne hinter einer schalldichten Tür, schwört auf Salami und seine legendäre Sammlung Wurstschneidemaschinen. Ich kaufe immer die besseren Models, ja, welche noch dünner schneiden und noch schneller und nicht mit dem Finger. Weniger zum Lachen findet der weltweit meistgelesene Satiriker, dass ihm die allerhöchste Literaturtrophäe bisher verwehrt blieb. Witze, weil man Witze erzählt, aber kann man einen Witzerzähler einen Nobelpreis geben? Nein.
Also natürlich, das ist der größte Blödsinn, weil Humor ist, humorvoll zu schreiben ist das Schwerste. Der schwere Bibelstoff als Lacherfolg? Kein Problem für Kishon auch bei dieser Uraufführung. Sein Humor kam bisher noch immer glänzend an. Er klagt zwar darüber, dass er eine Literaturtrophäe nicht gekriegt hat, aber ehrlich gesagt, Auszeichnungen hat Kishon ja reichlich bekommen für seine Arbeit. 3 Golden Globes, den Orden wieder den tierischen Ernst, den Karl-Valentin-Orden, die goldene Kamera und so weiter. Nur eine fehlt ihm noch und sie kommt sicherlich auch irgendwann und das ist diese.